Hello Party People und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bzw. wir dachten, wir überlegen uns mal ein neues Videoformat. Und zwar ist das eine Sache, die ich schon etwas länger umsetzen wollte. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es ist ein Sex Talk. Willkommen bei Esther und Maxi Sommer. Obwohl ich glaube, ich eher Winter mit Nachnamen heiße. Oder? Aber ja. Wie witzig wäre das, wenn wir irgendwann für die Bravo arbeiten würden? Oh mein Gott, ja. Ich würde das Horoskop auch machen. Also ich würde das Horoskop und das machen die Astroärzte. Das Ding ist nämlich, ich finde, wir sind inzwischen in einem Alter, wo wir ein bisschen Life-Advice geben können. Wir haben schon ein paar Sachen erlebt, das eine oder andere mitgemacht und ich glaube, wir sind pretty confident. Wir sind alte Jungfrauen. Und das auch. Und ich glaube, ich hätte mich in meinen jungen Jahren sehr darüber gefreut, zwei so tolle Vorbilder wie uns zu haben. Oh yes. Die sich da hinsetzen und sagen, wir reden mal über spicy topics. Wir wollen das Ganze auf einer niveauvollen und respektvollen Ebene machen, aber trotzdem lustig. Mal schauen. Das ist unsere Mission. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ihr habt uns diesmal wirklich sehr viele, sehr, sehr, sehr gute Fragen gestellt und Themenvorschläge gegeben. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Ihr habt gelernt. Wir fangen direkt mal an. Mich haben nämlich sehr, sehr viele Leute zum Thema befragt. Ich lese jetzt mal eine Frage vor, aber wir können daraus einen ganzen Regenschirm machen. Wie kommuniziere ich, was er anders machen sollte? Oder generell so das Thema, wie spreche ich Themen an, um the sexy stuff? Wenn ich was verändern möchte oder wie kommuniziere ich, was ich gerne mag? Also, erstmal kann ich super gut nachvollziehen, dass das ein schwieriges Thema ist. Vor allem für Frauen, muss man schon sagen, weil ich immer das Gefühl habe, dass uns das noch viel mehr antrainiert ist, da irgendwie, ich sag mal, keine Wünsche haben zu dürfen. Also es klingt irgendwie doof, aber es ist ja zum Beispiel auch viel, ja, angesehener, normaler, wenn Männer zum Beispiel darüber reden, wie oft sie sich einen runterholen. Und wenn Frauen über so ein Thema reden, ist es immer, auch unter Frauen, total cringe. Mit Scham behaftet. Ja, es, also... Ja. Und das ist echt schade. Total. Ich glaube schon, dass das aus sehr, sehr alten Zeiten noch stammt, zu denen ja geglaubt wurde, dass Frauen, wenn sie beim Sex Spaß haben, Hexen sind oder irgendwie sowas. Ne? Ich frage mich echt, wie... Also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber we really have to change it. Genau, deswegen, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es nachvollziehen kann. Wie man das macht, Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das bei mir einfach ein langer Prozess war und der auch leider mit jedem neuen Partner irgendwie wieder von vorne beginnt. Ja. Weil ich mich immer wieder aufs Neue erstmal wohlfühlen muss mit der Person, um mich sozusagen zu trauen, das zu kommunizieren, was irgendwie total schade ist. Ich würde schon sagen, dass es mit der Zeit schneller kommt, dass ich an den Punkt komme. Also... So war das nicht gemeint. Aber good for you. Good for me. Oh Mann, also... Oh, ihr wisst, was ich meine. Meine Güte, ey, ihr Schweine. So, wo war ich? Ich muss mich sammeln. Ja, genau, aber ich glaube tatsächlich, das ist einfach ein... Also das ist ein doofer Advice. Es ist halt ein Sprung ins kalte Wasser. So, was soll ich sagen? Vielleicht könnt ihr es auch irgendwie erstmal üben, indem ihr mit Freundinnen oder so darüber sprecht. Weil ich glaube, da ist die Hemmschwelle schon geringer. Würde ich behaupten. Ja, weil du, zumindest wenn du mit der Freundin keinen Sex hast, nicht das Gefühl hast von, du sagst jemandem, er macht was falsch. Und das ist halt ein Thema. Also erstmal von Anfang an, ich habe damit immer noch ganz doll meine Issues. Mir fällt das unfassbar schwer. Ich habe das aber auch. Vor allem die Navigation. Ja, wir haben da auch letztens drüber geredet. Weil man hat immer... Also mein Typ, it's so fucking easy. Ja, wirklich. So, das ist einfach so... Wiep, 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 wiep. Ja. So, und wir Frauen ist so... Wie eine fucking Landkarte. Nicht immer so einfach wirklich? Zu kommunizieren. Und es ist auch nie irgendwie, es bleibt auch irgendwie nie gleich. Nee. Ja. Und dann muss man halt, ich sag mal so, man muss halt den Joystick spielen für den Partner, if you know what. Und dafür muss man sich... Weil der Partner halt kann es nicht wissen. ...schon wohlfühlen. Aber ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es inzwischen, ich versuche wirklich immer mehr dahin zu kommen, wenn ich irgendwie wen kennenlerne oder wenn es irgendwie in so eine Richtung geht. Und ich merke so, die Person
die ist nicht mal daran interessiert, es für mich möglich zu machen. Es muss ja nicht immer funktionieren, okay? Ja. Aber wenn sie nicht mal daran interessiert ist, dann ist es für mich eine Red Flag. Ja. Weil ja, warum ja, ja. habe ich, also ich muss doch so viel Respekt vor mir selber und so viel Liebe für mich selber haben, dass ich mir das überhaupt gönne. Warum sollte ich mit jemandem schlafen, der mir das nicht geben möchte? Ja, also dann, sag ich mal so, kann man auch alleine bleiben und... Ja, ich habe uns noch mehr Spaß bei. Ja, wirklich. Ja. Okay, Leute, ich habe gerade versucht, das Bild heller zu stellen, aber es klappt nicht. Wir müssen damit jetzt leben. Ja, wir müssen damit jetzt leben. Ordnen das einfach bei Maxis Dark Academia Vibe ein. Mal for the boys. Mir war es nämlich wichtig, auch so ein bisschen, ich weiß, ich habe nicht ganz so viele männliche Zuschauer, aber für die, die Frauen, sind. Genau, erstmal für die, die da sind, und wir Frauen haben ja auch Impact on something. Mhm. Und zwar ist die Frage, was macht ihr, wenn man nicht kann? Und mir war es erstmal ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, glaubt mir, wenn Frauen anatomisch ausgelegt werden wie Männer, hätte ich, glaube ich, 1 Million Mal weniger Sex in meinem Leben gehabt, als ich hatte. Also ich glaube, das ist eine recht normale Sache. Es fällt anatomisch bei Männern einfach nur mehr auf. Ja, das glaube ich auch. Und ich muss auch sagen, ich finde, wenn... Also ich glaube, dass das für viele Männer selber schon ein Insecurity-Punkt ist. Voll. Und dass man eben als Partner oder Partnerin eigentlich am besten damit umgeht, indem man zeigt, dass man selber es überhaupt keinen Big Deal findet. Weil ich glaube, ist es auch nicht. Ja, ist es auch nicht, genau. Weil ich glaube, damit kann man am ehesten erreichen, dass auch die Person dann irgendwann merkt, so, es ist wirklich kein Big Deal, auch für sich selber. Und ich denke mir halt auch immer so, es gibt wahrhaftig wirklich Wichtigeres als Sex, vor allem in diesem einen Moment. Und zum Beispiel, dass der Partner sich appreciated fühlt und gehört fühlt irgendwie und verstanden fühlt. Ich glaube halt, das kommt so ein bisschen daher, dass man vielleicht als Partner denken könnte, die Person findet mich jetzt gerade nicht attraktiv oder nicht gut. Aber ich kann euch sagen, also ich war schon das ein oder andere Mal dabei, als es passiert ist. Und ich denke nicht, dass es an mir lag oder es war auch nie Rückmeldung. Nein. Das sind meistens ganz andere. Ja, Sachen wie Aufregung, Pressure, irgendwie, ich habe das Gefühl, Männer haben immer total diesen Druck, so performen zu müssen. Mhm. Das passt auch ganz gut zu der Frage von eben. Ich glaube, für uns als ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt von heteronormativen Geschlechtspartnern reden, wir als Frauen haben so das Bedürfnis, irgendwie, dass der Partner uns gut findet, und Männer haben das Bedürfnis, wir müssen performen. Und uns fällt es schwer, denen zu sagen, was sie machen müssen. Mhm. Und für die ist es halt schwer zuzugeben, dass das halt nicht immer so funktioniert. Ja, ich glaube, das fasst echt gut zusammen. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr miteinander reden, ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben und einfach ein bisschen liebevoller mit uns sein. Finde ich auch. Yes. Yes. Dann ist das alles auch von beiden Seiten. Was tun, wenn man unterschiedlich oft Lust auf Sex hat? Zum Beispiel die eine Person immer und der andere oder die andere gefühlt nie. Also erstmal würde ich sagen, natürlich Kommunikation. Ja. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man das einfach kommuniziert. Dass man vor allem auch dem anderen klar macht oder ja einfach darüber redet, dass es irgendwie nicht an irgendwem liegt. Also weder, dass man total viel Sexdrive hat, noch, dass man es vielleicht nicht hat. Ja, weil ich glaube, also normalerweise würde ich natürlich in anderen Situationen immer sagen, ja, versuchen Kompromiss zu machen. Aber ich glaube, bei sowas wie Sexdrive ist das... das ist keine Kompromisssache in der Hinsicht. Man kann natürlich schon irgendwie überlegen, vielleicht bei dem Partner, der weniger Sexdrive hat, ja, was mag der besonders gerne? Oder vielleicht so. Auch immer das... Vielleicht mal anfangs ein Problem herausfinden, weil es gibt ja Leute, die haben naturally einfach nicht so gerne Sex oder nicht so gerne oft Sex, und das ist einfach so deren, sag ich mal, Sex-Type. Oder was ja auch kein Problem ist. Genau, das ist ja gar kein Ding. Aber das ist ja zum Beispiel eine andere Situation als jemand, der damit Schwierigkeiten hat, aus welchem Grund auch immer. Oder zum Beispiel bei mir war es so, als ich so mit 17, 18, 19 die Pille genommen habe, habe ich meinen Drive
schon verloren. Oder zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, ich vibe nicht mehr so sehr mit einer Person oder ich kann mir das eigentlich nicht mehr so vorstellen, dann ist es bei mir auch verloren gegangen. Und das sind so Sachen, die kann man dann halt fixen. Ne? Durch entweder man geht zum Gynäkologen, das ist sowieso eine Sache, die würde ich als Frau auf jeden Fall mal empfehlen. Also das Ganze mal beim Gynäkologen abchecken zu lassen, gerade wenn man das von sich selber nicht kennt. Mhm. Oder sich zum Beispiel auch mal fragen, keine Ahnung, fühle ich mich irgendwie unwohl wegen irgendwas oder so. Und je nachdem, was für ein Grund es halt hat, kann man auch unterschiedlich darauf reagieren. Weil wenn man einfach so ist, dann ist es so und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber andere Sachen kann man dann halt ja schon vielleicht fixen, sage ich mal. Ja, und wenn natürlich der Grund sein sollte, dass man traumatische Erfahrungen gemacht hat in dem Bereich, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Also Voll. Dann sollte man natürlich gucken, dass man sich da vielleicht Hilfe sucht. Nicht primär natürlich, um den Sexdrive zu fixen, sondern um sich ja. selber zu kümmern, ne? Obviously. So. Ja. Genau. Aber ich sehe schon ein, dass es gerade in einer Beziehung einfach eine sehr schwierige Situation sein kann. Ich glaube, vor allem, wenn es stark auseinander geht. Also ja. ein bisschen auseinander ist es ja nie exakt gleich. Ja. So. Und ich glaube, in den meisten Fällen tut sich da vielleicht auch gar nicht so viel. Aber wenn es stark auseinander geht, glaube ich, ist es schon nicht so leicht. Glaube ich auch. Eure persönlichen Goes and Don'ts beim Rambazamba. Ich würde das Ganze aber tatsächlich ein bisschen oberflächlicher halten, wenn es nicht persönlich auf uns, weil es soll ja schon ein Talk für euch sein und kein Porno. Surprise! Dementsprechend, also, früher, als das so angefangen hat mit dieser Konsensbewegung, ne, und man Leute so dazu aufgefordert hat, zu fragen, wirklich aktiv, möchtest du das, fand ich das ganz irgendwie cringe, wenn ich mir so vorgestellt habe, boah, ich bin gerade irgendwie mit jemandem und dann fragt die Person mich, darf ich dich küssen? Oder möchtest du das und das machen? Inzwischen finde ich das aber wirklich eins der most attractive things ever. Und ja. mach's tatsächlich selber auch voll gerne. Weil irgendwie finde ich das hot. Das ist irgendwie süß, ja. Konsens, ich weiß, was du irgendwie meinst. Sexy. Also oh, das ist ja voll die gute Werbekampagne. Konsens ist sexy. Ja, aber it really ist. Halt so. Ja. It really is. Ja, weil es zeigt halt, dass die Person halt darüber nachdenken. Ich fühle mich dann auch appreciated einfach. Ja. Ich finde das einfach wirklich richtig, richtig schön. Und dass die Person auch Gedanken um mich macht und dass ich auch so merke, okay, da ist irgendjemand, der hat Empathie. Und das ist irgendwie, ja. I think it's very sexy. Ja, ich muss generell sagen, also für mich sind es einfach die Feels. Ich sag's euch, wie es ist. Also die Chemistry. So, das ist halt einfach anders, wenn man jemanden hat, den man halt sehr gerne mag. Und ja, man irgendwie da währenddessen auch das so richtig merkt. Also ich zum Beispiel, ich bin da so ein richtiger Sucker for Augenkontakt und sowas. Mm. Ich liebe sowas, weißt du? Und nur einfach genau. so Sachen wie so Forehead Kisses oder generell irgendwie so, wenn es wirklich, ach, I don't know, ich finde es einfach irgendwie, das macht es irgendwie more intense. Also fast schon, also ich sag mal so, es gibt Moods, da hat man mehr Bock auf das eine, da hat man mal mehr Bock auf das andere, if you know what I mean. So, aber irgendwie finde ich manchmal diesen, ich sag mal, eher spicigeren Stuff, finde ich tatsächlich manchmal gar nicht unbedingt mehr intense. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach was anderes. Also halt für mich so diese ganzen Sachen, die so ein bisschen in eine spicigere Richtung, sage ich mal, gehen, das macht, also was das für mich ist sexy auch, macht, ist das Vertrauen. Ja, und halt einfach, wenn man in einer gewissen Mut halt auch da, oder beide auch sind, dann kann das irgendwie richtig halt, aber das ist nicht dasselbe. Nee, überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Überhaupt gar nicht. Ja. Also, so dieses Ganze, ich weiß nicht, ob wir uns damit unbeliebt machen, weil jetzt alle denken, wir sind furchtbar Vanilla, aber dieses ganze Liebe machen-Ding, also wirklich Liebe machen, ist schon wirklich eine extrem schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Also, really. Und dann im Anschluss daran halt auch direkt No-Gos, the obvious ones. Also, alles, was nicht Konsens ist, schon mal zu. Ja, das sowieso. No-Go. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, das ist auch so meine Erfahrung. Das war früher für mich auch nicht so ein Ding. Aber inzwischen, mir ist es tatsächlich auch wichtig, bevor man irgendwas miteinander macht, was halt ein bisschen more intens, sage ich mal, so ein bisschen mehr spicy, finde ich es auch schön, wenn man gefragt wird, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und es nicht sich einfach so ergibt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde halt, also mal ganz abgesehen von Sachen, die halt nicht consensual sind, finde ich halt auch so Sachen wie, wenn man halt merkt, irgendwie die Person schert sich nur um sich selbst. Hello guys. Hello. Okay, back at it again. Ich habe gesagt, was No-Go ist, ist halt, wenn man
obviously merkt die Person, also der Partner oder die Partnerin, ist nur an sich, sage ich mal, interessiert. Ja. Das finde ich ist halt irgendwie, weil alles andere denke ich mir immer so, das lässt sich so, darüber lässt sich reden oder beziehungsweise gibt es auch verschiedene Präferenzen, also was halt so bestimmte Sachen. Receiving sollte einfach so wichtig sein wie Giving. Exactly. Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen, habt ihr damit Erfahrungen und Tipps? Und ich dachte, das wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema, weil ich auch finde, dass das ein bisschen normalisierter gehört. Ja. Also, ich glaube, das sagt es schon, oder? Ja, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Leute, unter meinen, ich sag mal, Freundinnen, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, ist keine einzige dabei, die sagt, ach, bei mir ist es gar kein Problem, so, ich komme jedes Mal, so. Ich kenne generell, ich glaube, ich habe einmal mit einer anderen Frau gesprochen, die durch penetrativen Sex kommt. Einer. Mhm. We just don't work like that. Ja, und es, most of the time. Ich finde eigentlich auch, dass man da mehr drüber reden sollte, weil es nicht nur Frauen besser fühlen lässt, wenn sie irgendwie merken, es funktioniert nicht. Weil ich glaube, viele Frauen fragen sich auch, liegt es an mir, was mache ich falsch? Sondern auch vielen Männern wird es einiges abnehmen, wenn die merken, es ist nicht wie bei uns, also uns Männern. Ja. Ne? Weil ich glaube, auch viele Typen, glaube ich, machen sich Vorwürfe oder wenn sie schlecht. Also wenn die Frau wenn das die Frau, überhaupt sagt. Ja, ja, true. Aber wenn sie es halt, you know what I mean? Also es ist eigentlich für beide besser, wenn man das einmal ein bisschen normalisiert. Und ja, ich glaube, wir haben beide damit auch Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, das geht auch wiederum einher mit der ersten Frage. Und zwar mit dem Kommunizieren, was man mag. Weil obviously, wenn man das kommunizieren kann, ist die Wahrscheinlichkeit exponentiell höher, dass es klappt, oder? Ja, ich muss auch sagen, also I get the point, es ist voll schwer, das zu kommunizieren. Ich habe das auch in Esters, oder nee, wir haben die Frage hier beantwortet. Ich habe ja schon gesagt, mir fällt das auch extrem schwer. Aber ihr müsst euch halt irgendwie vor Augen führen, und das versuche ich auch jedes Mal, wenn ihr jetzt gerade mit jemandem schlaft, und ihr habt das schon ein paar Mal gemacht, und es hat für euch noch nicht geklappt, dann wird es nicht out of nowhere plötzlich doch klappen. True. Ohne dass ihr miteinander redet. Und dann ist die Frage, was möchtet ihr? Wenn ihr das gerne dabei erreichen möchtet, dann müsst ihr drüber reden. You have to talk about it. Ja. Und für mich persönlich tatsächlich ist gar nicht mal so die Sache, dass ich mir so denke, boah, jedes Mal, wenn man jetzt miteinander schläft, muss das passieren. Aber ich finde diesen Orgasm Gap eine ziemlich große Sache, und ich bin inzwischen so feministisch unterwegs, dass ich mir einfach denke, muss es sein? Also muss ein Typ bestimmen, wann der Sex vorbei ist, weil er ist fertig? Muss es selbstverständlich sein, dass eine Frau beim Sex nicht kommt? Ich glaube nicht. Und schon allein deswegen finde ich es schön, das anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, für mich geht es dabei nicht darum, zum Höhepunkt letztendlich zu kommen, weil ich die ganze Sache, sag ich mal, von A bis Z, wenn man den richtigen Partner hat, schön finde. So. Und weswegen ich auch mir selber, sag ich mal, damit, mit diesem Gedanken auch den Pressure nehmen will. Weil ich habe das Gefühl, je mehr ich auch darüber nachdenke, desto weniger klappt es. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Aber ansonsten stimme ich dir komplett zu. Habt ihr schon mal eure Sexualität hinterfragt? Ich bin gerade dabei, aus dem Closet zu kommen. Da sind wir auch wirklich wieder zwei Paradebeispiele. Also, ich sag's mal kurz und schmerzlos. Maxi nennt mich straight like a spaghetti. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das noch nie hinterfragt. Mein erster Impuls war sozusagen, ey, wenn ihr das hinterfragt, dann you're probably not straight. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, keine Ahnung, so heutzutage, es wird ja schon immer ein normaleres Thema. Ja. Ist das dann nicht auch irgendwie normal, wenn man sich mal so... Ja, doch, finde ich auch. Ne? Find ich glaube ich auch. Find vor ich allem, weil Sexualität ist für mich, honestly, mehr so ein Spektrum. Ja, also ich sage immer so, es ist von 1 bis 6. 1 ist straight und 6 ist absolut gay. Und ich glaube, die wenigsten Leute sind eine 1 und eine 6. Ja, honestly. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein Kontinuum ist. Und es ist jetzt nicht so, also ich revidiere meine Aussage. Ich habe das für mich persönlich noch nie hinterfragt. Aber natürlich, wenn man ins Gespräch kommt, auch mit Leuten, die vielleicht nicht komplett straight like a spaghetti sind, da redet man schon mal darüber. Und da kriegt man natürlich schon mal den einen oder anderen Gedanken, so könnte ich mir das vorstellen oder nicht. Nur, dass ich halt in den Momenten zu dem Schluss gekommen bin, so nein, ich könnte es mir zumindest im Momentan nicht vorstellen. Mhm. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss sagen, ich habe das Glück irgendwie, dass mich das noch nie belastet hat, weil also I like boys and girls. Und ich würde, also von verliebt sein, ich war noch nie in einer romantischen Beziehung mit einer Frau, leider.
Ich glaube, dass es eine sehr, sehr schöne Sache sein kann. Aber gerade so sexually finde ich Frauen auf jeden Fall attraktiver als Männer, so 100%. Und ich habe das Glück, dass es noch nie für mich ein Ding war, irgendwie. Also ich wusste schon, seitdem ich, keine Ahnung, 12, 13 bin oder so, und habe das auch, keine Ahnung, zu meinen Eltern öfter so gesagt oder meinen Freunden oder so. Also ich war noch nie in der Situation, wo ich jetzt so war, ich habe mich jetzt outen müssen oder ich habe mich geoutet, sondern ich habe es einfach immer vorausgesetzt. Und das ist schon ein Privilege, weil ich weiß, dass viele Leute das nicht haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber deswegen kann ich so diesen Stress, der so mitkommt, nicht so viel nachvollziehen, weil es für mich halt immer normal war. Hm. Und ich, also glaube ich tatsächlich auch, weil es halt nicht aus meiner Familie gekommen wäre, in meinem Umfeld auch nichts anderes toleriert hätte. Weil ich find's fucking weird, wenn Leute dazu eine Opinion haben, ehrlich gesagt. Weil es ist ja vollkommen egal. Also ja, es ist halt nur natürlich schwer, ne, wenn das aus der eigenen Familie kommt. Ja, deswegen, das ist halt immer das andere. Um die Leute kommst du nicht drum herum. Mhm. Das ist dann eine richtig beschissene Situation. Aber da hatte ich halt das Glück, dass es bei mir halt nie so war. Ja. Und ja, ich weiß, deswegen kann ich auch keinen Advice geben, sag ich mal, wie man am besten damit umgeht, wenn das halt so ist. Kennst du denn irgendwelche YouTuber oder Instagramer oder so? Ich finde Ayosha ganz toll. Oh ja. Schon mal erzählt. Ja, ich liebe den. Ja. Und der hat, glaube ich, sogar einen ganzen Podcast nur zum Thema Outing tatsächlich. Ja, das können wir eigentlich, oder du dann verlinken. Ja, oder so, das ist eine gute Idee. Ich liebe Ayosha. Falls du jemals dieses Video siehst, ich bin verliebt in dich. Ich finde den auch gut. Der ist vor allem, er ist Anästhesist. I know! Natürlich, obviously. Was sonst? Was sonst? Das war's, Leute. Das war's. We hope you had fun. Wir hatten auf jeden Fall Fun. Wir hatten Fun. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie andere Formatideen habt oder wenn ihr generelles Feedback habt zu diesem Format, let us know. Let us know. Ich bin mir sicher, euch wird es gut gefallen haben. Weil da. Jeder liebt sowas. Ja. Honestly. Ja, sowas kann man halt auch irgendwie immer gucken. So, sei es, wenn man sich morgen fertig macht, sei es, wenn man abends kuschelig im Bett liegt, sei es als, weiß ich, ein Podcast quasi. Es ist halt irgendwie, ja, jeder liebt halt, ne? Gossip, Tea Talk. Yes. Und ich hoffe auch, dass wir unser Ziel erreichen konnten, euch ein bisschen sicherer zu machen, euch ein bisschen Komfort zu geben und euch einfach ein bisschen wohler zu fühlen. Ja, genau. Darum geht es ja primär bei diesem Format. Eben. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unsere Channel, geht auf jeden Fall bei Esther vorbeischauen, falls ihr es noch nicht getan habt, zum Zip it or Say it oder Say it oder Zip it, weil wir hatten keine Shotgläser, es ist eigentlich ein Say it or Shot it, aber ne? Weil da haben wir auch spicy questions beantwortet. Spicy. Und ja. Tschüss, Party People. Bye, bye, bis nächste Woche. Oder so. Ja, oder so trifft's gut. Ciao.